Herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. In den letzten paar Tagen haben wir uns um die Golems gekümmert. Meine Fresse nochmal. Heute geht's dann mal auf zu die drei Raubkatzen, habe ich mir. Die drei Raubkatzen, Suicune, Entei und Raikou, habe ich mir vorgenommen. Galagadi habe ich noch ein bisschen höher gelevelt. Ich brauche dafür Ho-Oh oder Lugia. Lugia kümmere ich mich später auch noch drum. Und zwar, wir müssen natürlich wieder mit der Äonenflöte irgendwo wieder hinfliegen. Wir müssen natürlich Ho-Oh oder Lugia dabei haben, definitiv. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und zwar, die sind immer im 20-Minuten-Wechsel vorhanden. Deswegen werden wahrscheinlich auch alle drei Parts so ungefähr 20 Minuten gehen. Jetzt muss ich nur den Ort finden, wo das ist. Das ist das nächste Problem. Wunderhöhle ist es, glaube ich, nicht. Namenlose Ebene ist es auch nicht. Da weichen wir mal elegant was jemanden aus. Und erforschte Höhle ist es auch nicht. Wo ist... Ich glaube, das muss der wilde Wald sein. Das müsste eigentlich theoretisch irgendwo hier sein. Ja. Aber ich finde das jetzt hier nicht. Da, das könnte der wilde Wald sein. Würde ich jetzt mal vermuten, ja. Da muss man hinfliegen und da befinden sich die drei Raubkatzen. Und die will ich natürlich heute fangen mit euch. Ein frischer Nordwind lässt die Luft in deine Umgebung erkalten. Erkalten, geiles Wort, ne? So, da wartet uns das erste Pokémon. Ich habe natürlich, glaube ich, jetzt keine Bälle gekauft. Müssen wir mal kurz schauen, wie viel Bälle habe ich überhaupt mit. Wenn sie meine Bälle, die müssten sich hier eigentlich drin befinden. Bälle, 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 Bälle. Da haben wir noch einen Meisterball. Da haben wir 20 Hyperbälle. Gucken, ob ich damit weit auskomme. Gut, fürs erste sollte es auf jeden Fall reichen. Ein geheimnisvoller Ring schwebt in der Luft. Durch die Öffnung ist etwas zu sehen. Möchtest du ihn näher ansehen? Natürlich möchte ich ihn mir näher ansehen. Und welches erscheint? Der Suicune erscheint. Oh, mein liebstes. Von den drei Raubkatzen. Erzwinger Level 50. Okay, sollte es nicht so sehr das große Problem sein. Das ist doch hier Kristallmucke, oder? Oh, Eiszahn. Okay. Och, niedlich. Aber natürlich bin ich erstmal gefroren. Genau. Kannst du mich bitte wieder auftauen? Spiegelcape. Okay. Speziell greifen wir definitiv nicht an. Ich wurde aufgetaut. Sehr schön. Einmal ein Schwert dann. Oh, das sieht so süß aus. Ich weiß auch nicht warum. Also Suicune gefällt mir von allen dreien am besten. Die Mucke ist auch richtig geil. Muss man einfach mal genießen. Ihr könnt wieder wetten, wie viele Pokébälle ich brauche, beziehungsweise Hyperbälle. Das ist fehlgeschlagen. So, jetzt nochmal Hypnose. Und dann sollte es irgendwann mal doch mal funktionieren. Auch wieder eine Fangquote von 3. Wenn es die Augen noch zu hat, sieht es noch süßer aus. Meiner Meinung nach. Ja, 5 brauche ich wahrscheinlich wieder mindestens. Alles andere wird mich irgendwo doch ein bisschen wundern. Na, haben wir schon die erste Raubkatze? Oder nicht? Nein, haben wir natürlich nicht. Und der Ruf ist auch richtig nice. Oh, ist schon aufgewacht. Nice Zahn. Wehe, dass ich wieder eingefroren bin. Bei 10% Wahrscheinlichkeit eigentlich nur. Ja, und Hypnose trifft heute mal. Das wundert mich so ein bisschen. Hypnose trifft heute. Das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, du bist eingeschlafen. Schlaf tief und fest. Hä, wieso konnte ich... Was macht denn der Weißnebel? Ach, Statusveränderungen werden zurückgesetzt. Ah, ja, stimmt. Und keine Statusveränderungen, sondern Statuswerte werden zurückgesetzt. Ja, und bleibst du schon drin? Okay, 2 Bälle habe ich diesmal nur gebraucht. Das ging relativ schnell. Also die Frage, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Habe ich überhaupt davor gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Suicune! Suicune wohnt die Reinheit einer Quelle innen. Es läuft graziös herum und hat die Macht, schmutziges Wasser zu reinigen. Schön. Wir haben es auf jeden Fall gefangen. Und 20 Minuten später müsste hier das nächste kommen. Wenn ich mich da jetzt nicht so ganz irre, und das war wieder ein 5-Minuten-Part, theoretisch. Nicht theoretisch wird es sein, weil wir uns, das Formeum muss ich mir noch abholen, das könnte ich mir noch kurz abholen.
Aber mit dem Formeo kann man nämlich auch viel machen. Und als nächstes muss ich dann. Muss Baumhausen City hier oben. Und was wir als nächstes dann noch machen müssen, ist auf jeden Fall Überbälle kaufen, weil ohne Bälle komme ich hier nicht weit. Sonst wird das hier alles gar nichts. Selbe Witzbett und Tobutz werde ich dann heute auch noch heute Abend aufnehmen. Weil das bietet sich dermaßen an. Genau, ich muss jetzt ein Pokémon ablegen. Heilen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da haben wir sogar das Suicune, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist ein Solo. Ja, super, da kann ich nichts mit anfangen. Erhöht den Angriff, reduziert die Verteidigung. Aurora Skull weiß nämlich Spiegel Cape und Eiszahn kann das, okay. Naja, falls jemand Suicune braucht, hier hat jemand eins. Ich kann es nicht gebrauchen. Ja, also zum Kämpfen ist es echt nicht geeignet. Falsches Wesen, wahrscheinlich auch die falschen, die V-Werte, von daher, nein, danke. Ne, genau, jetzt sind wir hier gerade mal in Baumhausen City. Das bietet sich eigentlich perfekt an, weil das Klimainstitut ist ja hier um die Ecke quasi. Genau, mit diesem schönen Regen hier. Boah, was war denn das für ein Pokémon? Was wir da gehört haben. So, die ganzen Forscher hier. Ganz oben das Formeo. Das habe ich mir, glaube ich, hier nicht abholen können, weil ich ja, wie gesagt, sechs Pokémon dabei hatte. Genau, danke für das Formeo. Nein, möchte ich nicht. Und dieses Formeo brauchen wir auch, um weitere legendäre Pokémon zu fangen. Deswegen habe ich es mir schon mal abgeholt. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich glaube, das ist für die fünfte Gen die Wander-Pokémon. Ich weiß die Namen jetzt leider nicht auswendig, aber ihr wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Weil die müssen wir nämlich auch noch fangen. Das ist sogar eine Geheimbasis. Okay, die ist aber nicht von mir. Der Macker will auch irgendwas, oder? Sonst geht er doch nicht dahin. Der gibt mir auch nichts, okay. Hätte ja sein können. Hätte sein können. So, als nächstes brauchen wir ein paar Hyperbälle. Wir haben 500.000. Na komm, gib mir mal. Jung. Genau, 99. Wir haben das Geld. Obwohl, man müsste eigentlich immer 10 kann. Dann kriegt man ein Probier mal noch dazu. Genau so war das ja. Das ist doch einfach nur Scheiße. Warum kriegt er nicht 10 Bälle dazu? Ey, ganz ehrlich. So. Wir brauchen Bälle. Bälle braucht das Land. Ich glaube, ich mache mal 200 Bälle jetzt. Also noch 43. So. Theoretisch kann ich mir noch Flottbälle holen, aber nee. 200 Bälle sollten für alle reichen. Wenn nicht, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Wir können in der Zwischenzeit mal gucken. Das Formeo habe ich ja jetzt mit. Was sich denn hier auch geändert hat. Einmal bitte wieder die Mega-Entwicklung. Und zwar da. Genau dort. Da müssen wir als nächstes dann bald reinfliegen. Ich habe da jetzt aber keine Lust reinzufliegen. Ich möchte in den wilden Wald wieder gerne gehen. Beziehungsweise dort wieder hinfliegen und warten mit euch gemeinsam, bis sich das nächste Pokémon da auftut. Das ist halt das Problem bei den Legendären jetzt. Es dauert und dauert und dauert und dauert. Okay, jetzt kam da keine Nachricht. Ein geheimnisvoller Ring schwebt in der Luft. Dann bringt mir das Ganze hier nichts. Lugia möchte ich noch nicht fangen, weil das möchte ich mir gerne, natürlich wieder mit EV-Training und so weiter auch gerne gegen euch dann wieder einsetzen. Wandert die Wolke irgendwo? Ne, scheinbar nicht so. Jetzt hat die Frage, was machen wir jetzt? Die Wolke würde definitiv nicht reinfliegen. Wir müssen ein bisschen Zeit überbrücken. Ich bin gerade am Überlegen. Hier drüben können wir uns auch noch legendäre Pokémon fangen. Genau, bei der namenlose Ebene. Dann machen wir das noch zwischenzeitlich. Dann warten wir halt. Ich glaube, 5 Minuten noch. Dann müsste die nächste Raubkatze kommen. Aber das soll uns hier nicht aufhalten. Denn hier gibt es auch legendäre Pokémon. Du spielst einen kraftvollen Blick, der dich fast schon zum Rufen scheint. Okay, aber die Pokémon, die hier noch kommen, die kommen zu bestimmten Tagen. Deswegen möchte ich ihn mir mal näher ansehen. Was haben wir denn hier Schönes? Was kommt denn heute? Das ist doch, was ist das? Bodenkampf-Pokémon, oder? Aus der fünften Gen, oder? Terrakium, okay. Level 50. Okay, dann fangen wir uns das heute auch noch. Okay, die ist nicht sehr effektiv, dann wird es geschehen sein. Du kannst Schwerttanz!
Okay, nicht schlecht. Was du kannst, kann ich nämlich auch. Ja, die Mucke ist auch wieder so ein bisschen bombastisch. Steinhagel. Das ist doch schon eine Spezielle. Nee, ist keine Spezielle. Okay. Da hast du mir aber jetzt ordentlich Damage gegeben, Kollege. So, dann haben wir das wieder auf Minimum. Der macht noch einen Schwertanz. Oh. Okay, bei dem Pokémon muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Einmal Hypnose, die natürlich nicht trifft. Die Heimzahlung kommt um die Ecke. Gefährliche Attacken kann das Pokémon. Wehrt die Attacke wieder ab und dann kommt wieder eine Heimzahlung. Und das hat unser Galagladi nicht überlebt. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt ohne. Ich glaube, du kannst du noch hier paralysieren. Nee, kann keiner, glaube ich. Nee. Von mir kriegst du sogar noch ein Item, sehe ich gerade. Sonnentag schon. Steinhagel ist fies. Heimzahlung ist auch fies. Na komm, schicken wir Caballos in den Ring. Ich werde jetzt eh versuchen, Bälle zu werfen, in der Hoffnung, dass es drin bleibt. Weil auf Minimum ist es schon runter. Aber hat er nicht diese Status-Veränderung, die meistens sehr, sehr die meistens sehr wichtig ist. Steinhagel hat abgewehrt. Ihr könnt natürlich wieder tippen, wie viele Bälle hier werden wir diesmal ein paar mehr Bälle brauchen. Wahrscheinlich so um die 10, 20. Früher würde es mich wundern. Und da kommt die nächste Heimzahlung. Ja, also der zieht mir fast. Der macht was? One-Hit. Aber das glaube ich dauert nicht mehr lange. Oh, hier einzusetzen bringt gar nichts wie ein Steinhagel. Das ist problematisch. Ach, bleib doch mal drin. Okay, die Klinge ist auch gefährlich. Das ist nämlich eine Kampfattacke. Schwabus bringt mir auch nichts. Rufe ich mal Milotic rein. Mit 309 hat das auch viel FKP. Ich glaube, der kann im Notfall sogar noch Genesung. Sollte also auch nicht das große Problem sein. Das andere Problem ist ja, dass das Pokémon mal hier drin bleiben soll. Aber die Verteidigung ist nicht die beste. Okay, doch. Die Verteidigung ist jetzt nicht ganz so schlecht. Dann kriege ich noch die Überreste. Ja, okay, dann passt das doch. Also ist Milotic hier die perfekte Wall dagegen, damit wir weiter Bälle werfen können. In der Hoffnung, dass du mal drin bleibst. Zweimal. Nee. Also ohne Statusveränderung ist das echt schwierig. Die nächste Kampfattacke. Und die zieht richtig ab. Also die Kampfattacke, die zieht ja mal ordentlich ab. Ich hoffe, dass du einfach noch einen Angriff überlebst. Jetzt muss ich gleich noch den Meisterball werfen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Nur weil der so beschissen Schwertanz einsetzt. Okay, das hast du nicht mehr überlebt. Da waren es nur noch drei. Jetzt schicke ich mal Ho-Oh rein. Dann sehen wir das auch mal, dieses schöne Pokémon. Regenbogen-Pokémon ist es ja, glaube ich, sogar. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Och, komm schon, bleib doch mal drin jetzt. Das ist nicht sehr effektiv, weil es sieht trotzdem derb viel ab, ey. Das ist ganz ehrlich. Das ist wohl seine stärkste Attacke, die es drauf hat. Heimzahlung, Sand und Klinge. Was war's noch? Steinhagel und Schwertanz. Gefährlicher Pool, ey, ganz ehrlich. Da kommt der Steinhagel. Vielfache Effektivität. Das überlebt Ho-Oh definitiv not. Ja, nächstes Pokémon rufen. Jetzt habe ich nur noch zwei. Schwabus wird auch nicht lange leben. Ah, wir haben schon 9 Bälle geworfen. Danach muss ich definitiv fallen. Das bleibt nicht drin. Ja. Oh, kein One-Hit. Okay. Kein One-Hit. Hätte ich jetzt damit stark gerechnet, aber die Verteidigung von Schwabus ist auch nicht gerade die beste. Das war nicht mal ansatzweise. Ja, okay, noch ein Schwertanz. Das ist hier schon fast aussichtslos. Nur verschwende ich gleich den Meisterball. Ja, jetzt verschwenden wir den Meisterball. Jetzt wird der Meisterball verschwendet. Für ein Pokémon, was einfach nervig ist. Nervig, nervig, nervig. So,
Bälle, wo ist der Meisterball? Zack, und drin. Hätte ich mein Liebsten für jemand anderes aufgespart, aber wenn du nicht willst, dann zwinge ich halt dich halt da einfach mal da ganz zu. Und bäm, drin. Ein nerviges Pokémon. Ja, von mir, genau, krieg noch Erfahrungspunkte. Und kein Kampf war es, okay. Ein in Legenden besungenes Pokémon mit seinen einzigartigen Kräften zerstört es zum Schutz der Pokémon ein Schloss. Okay, warum? Kann mich da jemand mal von euch aufklären? Warum ein Schloss? Das macht für mich wenig Sinn, wie ich finde es für die Ehrenflöte. Jetzt ist natürlich der Meisterball futsch.